Was macht eigentlich Adriano? Der Brasilianer, der einer der besten Stürmer der Welt war, der von der italienischen Presse wegen seiner Dominanz auf dem Platz Imperator getauft wurde, aber nach einem Schicksalsschlag eine sportliche Bruchlandung hingelegt hat und nie wieder der Alte wurde. Es ist eine der tragischsten Geschichten des Fußballs der vergangenen 20 Jahre. Adriano Leite Ribeiro wurde 1982 in Rio de Janeiro geboren, ist in den Favelas der Stadt groß geworden und lebte in sehr armen Verhältnissen. Er lernte Fußballspielen barfuß auf der Straße. Erst mit 17 kam er in die Jugend von Flamengo. Es war ziemlich schnell allen Beteiligten klar, hier hat man ein riesiges Talent gefunden. Nur ein Jahr später stand er in der ersten Mannschaft auf dem Platz. Weitere anderthalb Jahre später schnappte sich einer der besten Clubs der damaligen Zeit dieses brasilianische Naturtalent. Inter Mailand. Er war bei seinem Wechsel gerade mal 19 Jahre alt und hat kein Wort Italienisch gesprochen. Zu seinem Glück spielte bei Inter ein anderer Brasilianer im Sturm, der ihn an die Hand nahm. Ronaldo. Aber nicht nur der war Teil des stark besetzten Sturms. Er musste außerdem mit Hochkarätern wie Christian Vieri und Hakan Şükür um Einsatzzeit kämpfen. Um seiner Entwicklung nicht zu schaden, wurde er bis zum Saisonende Richtung Florenz ausgeliehen, wo er mit 6 Toren in 15 Spielen zum ersten Mal in Europa auf sich aufmerksam machte. Aufmerksam wurde zum Beispiel auch der AC Parma, damals noch eines der besten Teams der Liga, die 14,5 Millionen Euro für ihn auf den Tisch legten und für weitere 10 Millionen Adrian Mutu holten. Was macht der eigentlich? Wenn ihr auch eine Folge zu Adrian Mutu sehen wollt, klickt oben auf die Abstimmung. Die beiden wurden ein kongeniales Sturmduo, das zusammen in der Saison 33 Ligatore erzielte. Die nächste Saison startete er mit 7 Toren in 7 Spielen. Und die Verantwortlichen bei Inter ärgerten sich grün und blau, warum man diesen Spieler hat gehen lassen. Also machte man seinen Fehler wieder gut und bezahlte rund 23 Millionen, um ihn wieder zurückzubekommen. Und das sollte sich lohnen. Im Kalenderjahr 2004 war er einer der gefährlichsten Torschützen in ganz Europa. In den ersten 20 Pflichtspielen der nächsten Saison machte er unfassbare 21 Tore. Für die Jüngeren unter euch, die Adriano vielleicht nie in Aktion gesehen haben, der Typ war eine Maschine. 1,90 groß, ein Stier von einem Mann, schnell und gleichzeitig ein Zauberer am Ball. Es gab bis dahin kaum jemanden, der auf der einen Seite so massiv und doch so filigran war. Teamkollegen beschrieben ihn als eine Mischung aus Ibrahimovic und Ronaldo, mit einem der härtesten Schüsse Europas. Apropos Zlatan Ibrahimovic, der bezeichnete Adriano später als Tier, im positivsten Sinne. Und wenn Zlatan himself jemanden als Tier beschreibt, sagt das schon einiges. Doch mitten in diese Hochphase seiner noch jungen Karriere traf ihn ein herber Schicksalsschlag. Per Telefon bekam er die Nachricht aus Brasilien, dass sein Vater, mit dem er ein besonders enges Verhältnis hatte, im Alter von 44 Jahren an einer Herzattacke gestorben ist. Obwohl er auf dem Platz erstmal noch so weiterspielte wie bisher, fast sogar noch besser, war dieses Ereignis der Anfang vom Ende seiner Karriere. Er stürzte in eine Depression, konnte sich nicht mehr motivieren, feierte nächtelang durch, wurde übergewichtig und alkoholabhängig, kam regelmäßig sogar betrunken zum Training. Später sagte er: "Ich war nur glücklich, wenn ich trinken konnte. Jeden Abend. Und ich trank alles, was mir in die Hände kam. Wein, Whisky, Wodka, Bier. Verdammt viel Bier. Ich habe einfach nicht aufgehört. Ich war die ganze Zeit nur voll." Inter hielt noch lange an ihm fest, lieh ihn zeitweise sogar nach Sao Paulo aus, damit er sich in der Heimat erholen kann. Gebracht hat es leider nicht viel. Auch der neue Intercoach, José Mourinho, konnte ihn nicht mehr neu motivieren. 2009 kam er einfach nicht mehr zum Verein zurück und sein Vertrag wurde aufgelöst. Umso erstaunlicher ist es, was er anschließend bei Flamengo, seinem ehemaligen Jugendverein, veranstaltete. Quasi im Alleingang schoss er das Team mit 19 Toren zum ersten Meistertitel seit 1992. In Italien wiederum hoffte der AS Rom, dass er bei ihnen einen Neustart seiner Karriere hinlegen könnte. Aber dem war nicht so. Nur 8-mal spielte er für die Roma, machte kein einziges Tor und wurde nach nur 7 Monaten wieder freigestellt. Es folgten noch weitere Anläufe in Brasilien bei Corinthians, nochmal Flamengo, Atletico PR und nach 2 Jahren Vereinslosigkeit in der 4. Liga in den USA bei Miami United. Alle ohne Erfolg. Dafür sorgte er während all den Jahren abseits des Platzes für einige Schlagzeilen. Ihm werden Verbindungen zur brasilianischen Mafia-Gang Comando Vermelho nachgesagt, soll den Drogenhandel der Organisation unterstützt haben und war angeblich in einen Vorfall verwickelt, bei der einer Frau in die Hand geschossen wurde. Es gab zwar zwischenzeitlich Gerüchte, dass der mittlerweile 38-Jährige wieder in den Favelas leben würde, aber er scheint nur öfter mal in seiner alten Heimat vorbeizuschauen und führt stattdessen ein unbeschwertes Leben in Brasilien mit seiner 21-jährigen Freundin Victoria Moreira. Fußball
spielte aber nicht mehr. Was sagt ihr zur Karriere von Adriano, dem Imperator? Wie habt ihr ihn damals bei Inter und auch Brasilien erlebt? Schreibt's in die Kommentare und wie immer liken und abonnieren nicht vergessen.